In unter einer Stunde einen perfekten Video-Salesletter selbst produzieren. Und zwar mit deinem Smartphone und mit einem Einsatz von unter 50 Euro. KI macht's möglich. Und trotzdem schaffen 90% der Unternehmer nicht, sich selbst einen guten VSL zu produzieren. Ich werde dich heute an die Hand nehmen und zwar Schritt für Schritt. Wir beginnen bei Zero. Wir fangen bei Null an und werden am Ende dieses Videos einen perfekten Video Sales -Letter fertig geschnitten haben und veröffentlichen. Wir beginnen bei meiner Lieblingsseite, nämlich bei ChatGPT. Hier habe ich einen Custom GPT gebaut, der genau dafür gemacht ist, um professionelle Video Sales Letter Skripte zu erstellen. Du siehst hier schon äh, VSL Skripte bei Autima. Guten Tag, erstelle mir gerne ein VSL Skript für dich und genau das mache ich. Am Anfang bekommst du jetzt drei Fragen: und zwar die Frage zur Zielgruppe, die Frage zur Tonalität, also möchtest du per Du, per Sie, wie soll das funktionieren? Und du sollst ganz viele ähm, Beschreibungen zu deinem Angebot, zu deinem Produkt geben. Genau das mache ich jetzt. Also, wer ist die Zielgruppe? Ich habe den Prompt natürlich schon einmal vorbereitet und ich sage dir einmal kurz, was prompte ich da rein. Also, erstens, ich möchte jetzt Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen äh, targetieren, die Werbung bei Meta oder Google schalten und zwar reg und so regelmäßig neue Leads generieren, aber nicht bei allen Leads perfekt mit dem Follow-Up dranbleiben, denn das ist ja meine Leistung. Die Kunden ärgern sich darüber, also ich gebe hier gerne ein bisschen mehr Input, wie du merkst, sie ärgern sich darüber, dass sie immer mehr scheinbar kaufbereite Interessenten im CRM ansammeln, aber man erreicht die irgendwie nicht und sie haben keine Ressourcen, alle nachzugehen. Das ist Punkt 1. Wer ist die Zielgruppe? Du kannst hier natürlich auch äh, Privatpersonen nehmen, du kannst ein Dokument hochladen, geht grundsätzlich alles. Grupp, äh, Thema Nummer zwei. Welcher Sprachstil? Ich habe jetzt hier alles locker per du. Tatsächlich habe ich hier gar nicht mehr dazu eingegeben. Das richtige Copywriting macht ja der Custom GPT. Also ich brauche jetzt nicht sagen, mache kurze, prägnante Sätze und visuelle Adjektive. Das ist eh alles schon mit eingepromptet. Hier geht es eher um formell, informell, locker, du, per sie und so weiter. So, und jetzt habe ich hier noch äh, zum Part 3, da beschreibst du bitte dein Produkt, deine Dienstleistung und das solltest du so umfassend wie möglich machen. Das heißt, äh, schreibe wirklich rein, was ist das Produkt, also mach da bitte nicht sowas wie Metallverarbeitung Ende, sondern schreibt da ganz genau rein, was macht ihr besser als andere, was sind Kundenerfolge, was sind eure wichtigsten äh, USPs, äh, wo seid ihr anders habe ich jetzt halt hier reingeschrieben, mein Name ist René Choppe, ich bin Inhaber der Agentur Autima. Autima ist darauf spezialisiert, bestehende Leads aus der Datenbank zu reaktivieren, in richtige Kunden zu verwandeln, ähm, habe ich jetzt hier sehr ausführlich geschrieben, habe hier auch nochmal ein paar, äh, paar Kunden-Testimonials von uns, das sind noch die, die auch wir auf der Webseite haben, also Hermann Scherer, Monika Uhl, Dr. Martina Stotz, ein paar andere Kunden genannt und ich habe hier den Ablauf auch nochmal reingepackt, also was passiert jetzt hier in welcher Reihenfolge. So, habe jetzt hier also alles einmal vollständig, drücke auf Start. Ich werde dir übrigens diesen ganzen Input natürlich mit in die Kommentare packen dass du's, oder mit in die Description packen. Dann siehst du das auch. Jetzt stellt mir der Custom GPT eine weitere Frage. Und zwar will er wissen, was für einen VSL wollen wir denn haben? Denn es gibt ja hier unterschiedliche, wie du siehst. Ich kann mir also durchaus jetzt hier den Problemlöser-VSL machen, den direkten Verkaufs-VSL, Hardcell den Testimonie-basierten, Story-basierten und so weiter und so fort. Ich sage einfach nur zwei, weil ich will einfach jetzt den direkten Hardcore-Sales-VSL-Enter und jetzt legt der Custom-GPT los. Hier der erste Entwurf und jetzt siehst du hier. Stell dir vor, du investierst jeden Monat Zeit und Geld in neue Leads und trotzdem gehen dir potenzielle Umsätze direkt vor. Trotzdem entgehen dir direkte potenzielle Umsätze direkt vor deiner Nase. So, jetzt macht er hier erstmal nur den ersten Abschnitt. Der erste Abschnitt besteht aus drei Teilen, sei es drum. Äh, und wenn ich, fair, also wenn ich damit fein bin, wie es hier steht, drücke ich, äh, schreibe ich hier unten einfach weiter und dann arbeitet der Custom GPT weiter. Ja, so drücke ich jetzt halt auf weiter und ChatGPT schreibt das bestehende Skript wirklich weiter mit den nächsten drei Punkten. Das gleiche wiederholen wir jetzt hier noch einmal, er sagt er auch, weiter, mache ich wieder weiter. Und dann kommen wir jetzt hier zu dem letzten Part des Skriptes. So. So. Und dann sagt er auch, das Skript ist damit fertig, passt der Inhalt so. So, jetzt nehme ich das alles hier. Copy Paste. Hier oben brauche ich es nicht mehr. Und mache das mal in ein Google-Dokument, denn ich will das jetzt natürlich übersichtlich haben und ja auch gleich ablesen. Also, der Hack Nummer 1 ist. Du brauchst diesen Custom GPT, wo du mit sehr wenig Eingaben ein perfektes Skript draus machst. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes: Ja, diesen Custom GPT schenke ich dir. Alles, was du machen musst, ist äh, abonniere meinen Kanal, drück bei dem Video auf Gefällt mir und kommentiere in die Kommentarleiste Custom GPT. Dann schicke ich dir direkt den Link, zu, den Link zu diesem Custom GPT zu. Du kannst ihn dir abspeichern und jederzeit immer wieder endlos oft benutzen. Wenn das nicht mal ein cooler Deal ist. So, jetzt fange ich an, das Dokument hier ein bisschen umzuformatieren. Und dann geht es auch gleich weiter. Und ich sage dir jetzt schon, dich wird gleich erschrecken, wie wir dieses Video aufnehmen. Und dich wird am Ende auch erschrecken, wie wir dieses Video schneiden. Also bleib dran, es lohnt sich. Ich habe jetzt hier, ja, das ist es eigentlich schon. Ich habe also gute zwei Seiten. Ähm, und ich lasse das exakt so. Ich habe das jetzt noch gar nicht gelesen. Ich werde es mir jetzt gleich mal durchlesen und lasse das vom Wording her erstmal wirklich ganz genau so, wie es ist. Und ich werde jetzt dieses Video einsprechen. Und damit du siehst, wie ich das mache und damit du auch merkst, hier ist kein Fake, werde ich das parallel filmen und hiermit einblenden. Das heißt... <laughs> So, und ich werde mich dabei nämlich filmen, damit du einmal siehst, wie lächerlich einfach das wirklich ist, ein Video so einzusprechen. So, pass auf, ich nehme dich jetzt hier einmal fest an meinen Arbeitsplatz. Du siehst hier übrigens oben, ja, die Kamera, das ist die Kamera, ja, wunderbar, alles da. So, du siehst du meinen Arbeitsplatz und jetzt machen wir folgendes. Und zwar werde ich hier von dem Skript werde ich immer einen Satz mir merken, einen Satz mir merken, ja, zwei Kameras, ganz verwundet. Also ich werde mir immer einen Satz merken und werde danach kurz einfrieren, dann werde ich mir ganz in Ruhe einen neuen Satz durchlesen, werde im Prinzip aus dem Eingefrorenen wieder aufwachen und werde wieder reden. Und ich, das Entscheidende ist, in der Zwischenzeit absolut nichts zu sagen, still zu sein, also wirklich lautlos. Das sieht dann so aus, ich mache es dir jetzt einmal vor. Du siehst hier den Text. Und ich mache mich jetzt hier mal auf groß, damit du das hier einmal genau so siehst. Also, siehst jetzt hier, ich äh, fake das nicht. Stell dir vor, du investierst jeden Monat Zeit und Geld in neue Leads und trotzdem entgehen dir die potenziellen Umsätze direkt vor der Nase. Denn was passiert mit den Interessenten? die eine Anfrage stellen, aber nie antworten und nie zurückrufen. Das war gefreestyled. Wenn du dieses Problem kennst, bist du nicht allein. Viele Unternehmen verlieren Tag für Tag Umsatzpotenzial. Du siehst also, wie ich das jetzt hier aufnehme, das muss ich dann später rausschneiden, aber du siehst, wie ich das jetzt hier aufnehme. Und genau so werde ich jetzt das ganze Skript einmal durchgehen. Let's go! So, kommen wir zum letzten Part. Das Video ist aufgenommen und nun müssen wir es noch schneiden. Hierfür brauchst du ein ganz bestimmtes Tool und das Tool heißt SubMagic. SAP SAP Magic ist ein äh, KI-gesteuertes Cutting-Programm und äh, du kannst es natürlich buchen für regelmäßigen Zeitraum, dann wird es günstiger, siehst du hier. Oder aber so wie wir es jetzt brauchen, ein einziges Mal und dann siehst du hier den Growth Plan. Der Growth Plan ist genau das, was du brauchst, weil wir haben ein Video, was etwa fünf Minuten geht und das Ganze kostet dich 50 Dollar im Monat. Und jetzt weißt du auch, warum ich gesagt habe unter 50 Euro, denn der Dollarkurs ist unter dem Eurokurs. Wir brauchen also einen Submagic Account für 50 Euro. Falls ein alternatives Programm hast, CapCut und so. Ja, nimm das, geht auch. Ich möchte aber jetzt die Logik zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin einmal jetzt hier eingeloggt in meinem Kanal, sage neues Video und ziehe jetzt das VSL, was ich gerade eben eins zu eins so vorgelesen habe, einfach hier hoch und klicke auf Upload. So, das Video ist nun hochgeladen und jetzt hast du hier vier Menüpunkte. Du kannst dir also als allererstes ein Theme auswählen. Ich habe jetzt hier schon mal meins hinterlegt. Da werden dann die Captions. Macht. Dann kannst du hier die Captions, also die Untertitel, einmal durchlesen und du siehst immer da, wo die orangen Worte sind, da kann es sein, dass die KI das Wort nicht richtig sauber erkannt hat. Dann kannst du also sehr einfach hier mal die Worte korrigieren. Und jetzt gibt es hier einen Menüpunkt und der ist sehr wichtig und zwar hier oben der Part 1 Trim. Da drückst du einmal nochmal drauf und dann siehst du hier nämlich, was du machen kannst und hier siehst du oben Remove. 54 Sekunden von nee, 54 Silence vor 77 Sekunden. Und jetzt sagen wir, jawohl, bitte remove, also entferne diese ganzen Wartezeiten. So, die Pausen sind raus und nun kann ich mir das Ganze hier nochmal anschauen in einer Vorschau und kann mir das Video natürlich exportieren. Und wie das Ganze dann am Ende eigentlich aussieht, das zeige ich dir jetzt einmal. Stell dir vor, du investierst jeden Monat Zeit und Geld in neue Leads. Und trotzdem entgehen dir potenzielle Umsätze direkt vor deiner Nase. Denn was passiert mit den Interessenten, die nie zurückrufen oder nie antworten? Wenn du dieses Problem kennst, bist du nicht allein. Viele Unternehmen verlieren Tag für Tag Umsatzpotenzial, weil sich vielversprechende Leads einfach totstellen. Und dein Sales Team sitzt daneben frustriert von der Jagd nach Leads, die sich eigentlich vielversprechend anhören, aber dann einfach doch nicht erreichbar sind. Es muss aber nicht so sein. Mit dem Autima-System holst du genau das aus deinen bestehenden Leads, genau die Interessenten, die sonst irgendwann einfach bei deiner Konkurrenz kaufen. Unser Ansatz? Wir reaktivieren diese bestehenden Leads in deiner Datenbank und sorgen dafür, dass sie wieder Interesse an dir haben und sagen dir genau Bescheid, wenn wir den Zeitpunkt erreicht haben. Und das Beste daran? Du zahlst nur, wenn du Ergebnisse siehst. Garantiert. Wir haben über 400 Unternehmen geholfen, ihre alten Leads in heiße neue Verkaufschancen zu verwandeln. Und zwar ohne zusätzliches Werbebudget, ohne Cold Calls, ohne Social Selling, ohne Webinare. Unternehmen und Personenmarken wie zum Beispiel Hermann Scherer. Du siehst also, es ist möglich. Man kann in sehr kurzer Zeit sehr gute Video-Sales-Letter produzieren. Du brauchst lediglich das Skript. Du musst wissen, wie du es einsprichst, mit diesem Trick klappt das garantiert und du brauchst Submagic, um am Ende die Pausen automatisch rausschneiden zu können. Den Custom GPT, wie, wie versprochen, werde ich dir schicken, wenn du den Kanal abonnierst, das Video likest und dann einmal darunter kommentierst, dass du den haben möchtest, dann schicke ich ihn dir natürlich. Und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und ich freue mich schon auf deinen ersten Video Sales Letter. Automatisierung.